Ende vorletzten Jahrhundert ist aus SP-Kreisen der Mieterverband gegründet worden. Und zwar zur Bekämpfung vom, wie man früher gesagt hat, Mietzinswucher. Daraufhin haben wir Genossenschaften, Wohnbaugenossenschaften gegründet. Also die SP hat die gegründet, um gegen die unsäglichen Wohnverhältnisse, wo etwa 90% der Menschen drin gelebt haben, etwas zu machen und den Leuten anständigen und zahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im Roten Zürich, wo die SP das absolute Mehr hatte, haben wir dafür gesorgt, dass wir Land kaufen, viel Land kaufen und das im Baurecht an Baugenossenschaften abgeben. Und das hat den Grundstein gelegt, dass wir heute 25% gemeinnützigen Wohnbau haben und eben kein Monaco am See sind. Mitte 80er Jahre haben wir eine Stiftung gegründet für preisgünstigen Wohn- und Gewerberaum, PWG, mit dem Ziel, dass man aus dem Bestand raus Immobilien rauskauft und so der Spekulation entzieht und in die Kostenmiete überführt. 2011 haben wir erfolgreich eine Initiative gewonnen mit 76% Ja, die verlangt, dass der Anteil von Gemeinnützigen von heute 25 auf 33% aufgeht. Dann haben wir überall in verschiedenen Städten und Gemeinden versucht und lanciert Initiativen, die sagen, man muss den Boden behalten und die Stadt gestalten. Das ist heute dokumentiert in dem gerade erschienenen Buch. Wunderbar. Jetzt haben wir mit dem Mieterverband zusammen eine nationale Initiative lanciert, die verlangt, dass mindestens 10% der neuen Bauten gemeinnützig sind. Die Idee hinter all dem Jahrhundertkampf, den wir gemacht haben, ist, dass niemand auf dem Grundgut wohnen irgendjemandem Gewinn abliefern müssen. Und damit das passiert, braucht es eine starke SP. Wir bleiben dran. Gestern, heute und morgen.